In Zeiten vom Coronavirus, wo echt mega viele Menschen Klopapier horten, als gäbe es keinen Morgen mehr, sollten wir uns zudem regelmäßig unsere Hände waschen. Aber die Frage ist, wie wäscht man sich eigentlich seine Hände richtig? Durch kontaminierte Oberflächen könnt ihr euch bis zu 3 Tage lang am Coronavirus anstecken. Und solche Oberflächen können zum Beispiel Türklinken sein oder Haltestangen in der S-Bahn oder im Bus, halt alles Mögliche. Deshalb ist es umso wichtiger, dass man sich richtig seine Hände wäscht, damit man unter Umständen, wenn man den kontaminierten Virus bereits an den Händen trägt, wieder dekontaminiert. Allerdings wissen viele Leute gar nicht, wie man sich richtig seine Hände wäscht. Und aus dem Grund würde ich euch bitten, dieses Video so oft es geht mit so vielen Menschen wie möglich zu teilen, damit alle Leute da draußen sich richtig ihre Hände waschen und sich somit bestmöglich vom Coronavirus schützen. Im ersten Schritt werden die Hände mit Wasser gewaschen. Wenn du den Wasserhahn aufmachst, dann solltest du anschließend den Wasserhahn nicht mehr mit deinen Händen berühren. Denn wenn der Wasserhahn bereits kontaminiert ist und du anschließend den Wasserhahn wieder anfasst, macht es gar keinen Sinn, sich überhaupt seine Hände zu waschen. Also als erstes, bevor man Seife nutzt, sollte man die Hände erstmal vollständig mit Wasser befeuchten und seine Hände mit Wasser waschen. Wenn man das gemacht hat, kann man Seife nutzen. Nutzt so viel Seife, wie ihr mögt und verteilt die Seife ordentlich in euren Händen, sodass die Seife richtig gut aufschäumt. Im nächsten Schritt werden die Handrücken gewaschen. Dazu legt ihr eure Hände aufeinander und geht mit den Fingern durch den anderen Fingern und reibt mit der Handinnenfläche über den Handrücken. Im nächsten Schritt werden dann die Handinnenflächen gewaschen. Und das funktioniert identisch wie das Waschen der Handrücken. Einfach aufeinander reiben und Finger durch Finger gleiten lassen. Im nächsten Schritt schließt ihr eure Finger zusammen und dann wascht ihr eure Finger in einer rotierenden Bewegung hin und her. Das macht ihr logischerweise auch wieder mit der linken Hand als auch mit der rechten Hand. Danach werden die Daumen gewaschen. Dazu fasst man jeden Daumen einzeln an und umschließt den Daumen komplett mit den Handinnenflächen und säubert die Daumen dann auch mit einer rotierenden Bewegung. Im Anschluss danach werden die Finger gesäubert. Dazu stellt ihr eure Finger in eure Handinnenflächen auf und wascht diese ebenfalls in einer rotierenden Bewegung. Wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr eure Hände wieder mit Wasser abwaschen, bis die Seife komplett abgespült ist. Und jetzt, ganz wichtig, den Wasserhahn nicht wieder mit der Hand schließen, sondern nutzt euren Ellbogen, um den Wasserhahn wieder zu schließen. Im vorletzten Schritt könnt ihr eure Hände abtrocknen. Wenn ihr zu Hause seid, könnt ihr natürlich eure Hände mit eurem eigenen Handtuch abtrocknen. Wenn ihr nicht zu Hause sein solltet, dann empfiehlt es sich auf jeden Fall, Papierhandtücher zu nehmen und keine Heißlufttrockner. Und wenn ihr einer der Glücklichen seid und noch ein Handdesinfektionsspray oder Gel im Drogeriemarkt bekommen habt, dann könnt ihr im letzten Schritt eure Hände noch desinfizieren. Und dann seid ihr good to go. Also ihr Lieben, versucht das Coronavirus so gut es geht einzudämmen. Teilt dieses Video mit so vielen Freunden wie nur möglich. Wascht eure Hände richtig, bleibt zu Hause und vor allen Dingen bleibt gesund.